Dass ich dich störe, aber man sagte mir, du hättest Bismarck hier beordert? Ja, er müsste eigentlich schon hier sein. Willst du ihn etwa ins Ministerium berufen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich werde ihn sogar bitten müssen, die Führung dieses Ministeriums zu übernehmen. Aber Wilhelm! Diesen gewalttätigen Grobian, diesen beschränkten Landjunker. Er ist doch so verhasst. Beim Volk wie bei der Presse, bei allem. Er hat Mut. Er steht zu seiner Überzeugung. Er hat nie jemand etwas vorgemacht. Mit geschickten Parlamentariern und Kompromisslern habe ich nun 2 Jahre lang versucht. Was ist das Ergebnis? Preußen geht zugrunde. Ohne ein starkes Heer sind wir verloren. Denk an meine Vorfahren. Immer haben sich Preußens Herrscher auf ihr Heer gestützt. Ihm verdankt Preußen seinen Aufstieg zur Großmacht. Da sind wir jetzt, in Deutschland von Habsburg bevormundet. Frankreich und Russland misstrauen uns. England belehrt uns mit Zeitungsphrasen, wir sollen die englische Verfassung einführen. Ich kann das nicht. Es wäre das Ende der Krone und Preußens. Vielleicht kann es Fritz. Er liebt ja diese Liberalen. Eine englische Frau gilt ihm mehr als ich. Aber ehe ich das zulasse, habe ich die Pflicht, es mit Bismarck zu versuchen. Auch wenn er mir unheimlich ist. Rohn sagt es übrigens auch. Du und Rohne denken natürlich nur an eure Soldaten. Aber es ist doch keine Kriegsgefahr. Kriegsgefahr? Bei Kriegsgefahr wäre es nämlich schon zu spät für uns. Wie damals, 1806, als Napoleon meinen Vater überfiel. Und wenn es nun einen Krieg gibt in einem Land? Eine Revolution? Seine Exzellenz, der wirkliche geheime Rat, Herr von Bismarck Schönhausen. Majestät, Sie sind seit gestern in Berlin? Seit vorgestern, Majestät. Gestern hat mich seine Königin Hoheit, der Kronprinz, bereits zu sich befohlen. Wünschen Sie, Majestät, den Inhalt des Gesprächs zu erfahren? Nein, danke. Dass Sie es mir anbieten, genügt mir. Rohn hat Sie über den Ernst der Lage unterrichtet? In großen Zügen, ja, Majestät. Ich will nicht regieren, wenn ich es nicht so vermag, wie ich es vor Gott, vor meinem Gewissen und vor meinen Untertanen verantworten kann. Das kann ich aber nicht, wenn ich nach dem Willen der heutigen Majorität des Landtags regieren soll. Ich finde keinen Minister mehr, der bereit ist, die Regierung zu führen, ohne sich und mich der parlamentarischen Mehrheit zu unterwerfen. Ich habe mich daher entschlossen, die Regierung niederzulegen. Meine Abdankungsurkunde habe ich bereits entworfen. Sie ist, Eure Majestät, seit dem Mai bekannt, dass ich bereit bin, die neue Regierung zu bilden. Ich bin gewiss, dass Rom bleiben wird und dass ich andere Männer finden werde, die mit mir gehen. Sie würden also für die Heeresreform eintreten? Ja, Majestät. Auch gegen die Majorität des Landtags und deren Beschlüsse? Ja, Majestät. Sie haben sehr viel Mut, mein lieber von Bismarck. Der
Der Mut ist ganz auf Seiten Eurer Majestät, wenn Sie mir diese Stellung anvertrauen. Ich habe den Mut zu gehorchen, wenn Eure Majestät den Mut haben, zu befehlen. Dann habe ich die Pflicht, mit Ihnen die Weiterführung des Kampfes zu versuchen. Ich danke nicht ab. Gehen wir vielleicht lieber in den Park. Dort können wir freier miteinander sprechen. Das hätte ich nicht erwartet, Fritz, dass auch du gegen mich bist. Aber liebe Mama, ich bin doch ebenso wenig gegen dich, wie du gegen uns. Aber soll Papa abdanken? Das willst du nicht, das will ich nicht. Und Vicky auch nicht. Ich bin gewiss kein Freund von Herrn von Bismarck. Aber als ich hörte, dass Roni nach Berlin berufen hatte, habe ich mit ihm gesprochen. Du hast? Ja. Er war gestern bei mir. Ich habe nicht den Eindruck, dass Bismarck ein solcher Eisenfresser ist, wie ihr alle glaubt. Er hat in Frankreich viel gelernt. Ah, wohl bei Napoleon, diesem Parvenu, diesem... Meine Mutter schreibt, Napoleon hält sehr viel von Herrn von Bismarck. Auch das noch? Du kennst doch Papa. Er hat sich immer als Soldat gefühlt. Er gibt nicht eher nach, als bis die letzte Möglichkeit erschöpft ist. Und die heißt Bismarck. Sollte er versagen, dann weißt du ja, dass ich meine Regierung nach anderen Grundsätzen führen werde. Nicht wahr? Mhm. Ein Regierungsprogramm, das ich entworfen habe, in dem ich versuche, auf allen Gebieten, auch in der Verwaltung, sowohl die liberalen wie die konservativen Übergriffe ein für alle Mal zu unterbinden. Verzeihung, Majestät. Sollte man diese Einzelheiten nicht besser zurückstellen? Ich meine, bis das Wichtigste erledigt ist? Ja, und bitte? Es geht ums Ganze. Ob künftig in Preußen die Krone regieren soll oder das Parlament. In dieser Lage werde ich selbst mit Eurer Majestät mir Dinge befehlen, die ich nicht für richtig halte. Ihnen zwar meine Meinung offen entwickeln, aber wenn Sie schließlich auf den Ihrigen beharren, lieber mit dem Könige untergehen, als Eurer Majestät im Kampfe mit der Parlamentsherrschaft im Stich lassen. Und Eurer Majestät das Vertrauen zu mir haben, mir die Geschäfte ohne Programm zu übergeben? Wollen Eure Majestät das nicht lieber verbrennen? Die Handschrift Eurer Majestät ist bekannt. Es kann in unrechte Hände kommen. Sie haben mich gewonnen, Bismarck. Jetzt sehen Sie zu, dass Sie Preußen gewinnen. Willst du nicht an Mama unterschreiben? Ich habe ihr geschrieben, dass er von Bismarck Minister wird. Aber nicht für lange, damit sie sich nicht ärgert. Und dass wir bald König und Königin sein werden. Ach Kind, das kannst du doch nicht schreiben. Warum nicht? Der hält sich doch nicht lang. Ich freue mich so für dich. Der kriegst du mir von Rohen erwartet, der Engländer. Guten Abend, Rohen. Es ist geschafft. Ich bin Ministerpräsident. Endlich. Herrgott, Rohen, manchmal habe ich geglaubt, es kommt nie mehr dazu. Aber jetzt... Ich habe schon an Johanna telegrafiert. War schwer. Hat er Bedingungen gestellt. Es war ein Programm, aber ich habe es ihm ausgeredet. Wir müssen ja ganz von vorne anfangen. Gott, ich muss eine Flasche Sekt bringen. Sachte, sachte. Jetzt fangen doch die Sorgen erst an. Wie wollen Sie mit dem Parlament fertig werden? Parlament? Haben Sie schon was überlegt? Ich werde zu den Leuten freundlich sein. Vielleicht verblüfft Sie das. Sie halten mich ja für eine Art politischen Attila. Im Übrigen zange ich mich sehr gerne mit den Brüdern. Das mag ich warnen Sie. Die Leute sind zu allem entschlossen. Ich bin zu allem entschlossen. Aber Rohan, wir sind uns doch einig. Unser Ziel ist Deutschland. Sobald unsere Armee stark genug ist, werden wir die erste Gelegenheit ergreifen, um mit Österreich abzurechnen, den Bund auflösen und Deutschland die nationale Einigung unter Führung Preußens geben. Diesmal, wo denken Sie hin? Bleiben Sie auf der Erde. Denken Sie an Frankreich. Napoleon vertraut mir. Er denkt, dass ich ihm auch vertraue. Er will an den Rhein. Diesen Köder muss man ihm hinhalten. Bismarck, Sie denken an Ihre Außenpolitik und haben im eigenen Hause noch keine Ordnung. Ich habe keine Angst. Ich weiß ja, wofür ich tue.